Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und das ist wieder Craft Attack 8. Und ja, der Kroko ist gerade so ein bisschen hier am Rumflattern. Ich bin gerade losgeflogen, denn ich dachte mir, einfach mal in eine andere Richtung nochmal schauen. Ich habe die Karte da noch nicht erkundet. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was da hinten los ist. Könnt ihr mal vorbeischauen, eine Runde. Mache ich jetzt mal kurz. Wisst ihr, ob ich die Blumen schon eingesammelt habe? Habe ich die schon? Wenn nicht, habe ich sie jetzt, die Art. Also dieses Mesa-Biom ist echt ultra groß. Der ist ja verrückt. Ist cool. Eigentlich sollte man, wenn man auf Entdeckerreisen geht, einfach ein bisschen mehr Raketen mitnehmen als nötig. Sonst ist man gleich wieder irgendwo gestrandet. Aber wir könnten mal noch ein bisschen Sand abbauen. Und wenn wir uns jetzt hier ins Sandabbauen stürzen, erkläre ich euch, was wir heute so vorhaben. Wir haben verschiedene kleine Dinge vor, die wir erledigen wollen. Viele Dinge sind auch ein bisschen nervig, ein bisschen zäh, aber machen wir trotzdem. Wir werden ein bisschen grinden, ein bisschen Zeug, Materialien beschaffen, das unbedingt. Wir werden aber auch etwas vorbereiten für unser Headquarter. Hier war schon jemand Sand abbauen, ja? Hier war schon wer. Bevor wir uns jetzt mit diesen ganzen Halunken hier anlegen, fliegen wir wieder von dannen. So, wo wollte ich jetzt hin? Oh, da wohnt jemand. Da waren wir schon mal, da waren wir schon mal. Fliegen wir jetzt da entlang. Also ich fliege so ein bisschen die Küstenlinie hier ab, dass man so ein bisschen weiß, was da so, wie das so aussieht. Wenn dann noch irgendwo noch schwarze Bereiche sind, kann man immer noch erkunden. Nachdem jetzt der Diesel ausgeht, wir haben nur noch 6 Raketen, sollten wir schauen, dass wir auf möglichst geradem Weg wieder zurückkommen. Ah, das schaffen wir. Easy. Das ist ja eine coole Insel hier. Wow. Bei diesen zerklüfteten Welten entstehen so coole Locations immer, muss ich sagen. Home, sweet home. Als nächstes möchte ich etwas vorbereiten, was für unser Headquarter wichtig ist. Und zwar möchte ich ja hier die Buchstaben anbringen. One Diamond. Und dann im besten Fall Headquarter oder nur One Diamond. Ich glaube nur One Diamond. Headquarter wäre dann auch wieder zu lang. Das hieß, wir müssen hier drunter kommt der Schriftzug. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir diesen Schriftzug? Ich tendiere dazu, graues Banner, blaue Schrift oder blaue, türkisene Banner, weiße Schrift. Passt am besten, denke ich. Also so ein hellblau und dann eine weiße Schrift. Wir testen das. Aber ich denke, ich werde mir hier im Shop mal noch ein bisschen Wolle oder sowas kaufen. Mal schauen, was da ist. Ich glaube, ich brauche hier diese entweder hellblau oder wir nehmen Cyan. Aber ich glaube, hellblau passt besser. Dann brauche ich 2 Stacks. Die sind schon teuer, die Wolle. Wolle ist schon teuer. Machen wir trotzdem. Okay, dann brauchen wir als allererstes mal ein... Oh, halt, erstmal sollten wir uns Banner machen. Wir haben doch sicher noch Stecker hier drin. Ja, wunderbar. So, und dann machen wir uns mal ein paar Banner. Fangen wir mal mit 10 an. Ich glaube, wir brauchen circa 12. Machen wir 12. Wir brauchen 12, wir machen 12. Wenn es uns nachher nicht gefällt, haben wir 12 hellblaue Banner, die wir nicht brauchen. Tolle Idee, Kroko. Okay, für das O brauchen wir das da. Wir brauchen das da. Wir brauchen oben. Und wir brauchen unten. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Und dann brauchen wir in hellblau einen Kringel außenrum. Tada! Dann wäre das O für One Diamond Group schon mal fertig. Ich denke, ich werde euch von dem Ganzen, was ich jetzt hier mache, so eine Timelapse machen, wo ihr seht, wie ich mich hier durchwurschtel. Dann könnt ihr das, glaube ich, ganz gut mitverfolgen, ohne dass es zu langweilig wird. Erstes Mal. Das wird sich jetzt schon eine Weile ziehen, bis ich hier fertig bin. On haben wir jetzt noch. Jetzt brauchen wir es eh. Also ich mache einen Timelapse, wie ich alle Buchstaben mache, dann wisst ihr Bescheid. So, jetzt bin ich mit dem Spaß fast fertig. Ich habe hier mal wieder einen Fehler reingehauen und habe 2 Banner vergeigt. Macht aber nichts. Mir ist dann auch aufgefallen, als ich das O gemacht habe, dass ich das ja schon habe und ich hier einfach hergehen kann und sagen, habe ich schon. Und dann das D habe ich auch schon. So bin ich ja viel schneller. One Diamond. Nice. Und 2 Leerstellen wollte ich haben. Perfekt. So, ich benenne jetzt die eine Schalkebox in den One Diamond Group AG. Und da packe ich auch Sachen rein, die ich für die One Diamond Group haben möchte. Das stellen wir hier in den Eingang. Warum nicht? Und da kommt jetzt auf alle Fälle mal das hier rein. Wir bauen das jetzt nicht sofort hin. Denn ich denke, das werden wir hinbauen, sobald wir am Headquarter weiterbauen. Ich habe es jetzt mal vorbereitet, ihr wisst, wie es funktioniert. Und wenn das fertig ist, hauen wir es hin. Vor allem kann ich auch nichts spoilern, wenn ich es jetzt noch nicht hinhänge. Oh, Fackel im Gesicht. Vielleicht an der Stelle die Info. Heute Abend, Samstag, den welchen auch immer, 4. Dezember, eigentlich immer samstags, streamen wir und sind live ab 20:15 Uhr.
Insofern schaut vorbei, würde mich riesig freuen. Ab 2015 sind wir live. Und dann jetzt dürft ihr noch das Video liken, wenn es euch gefällt. Und den Kanal abonnieren, falls ihr es nicht gemacht habt. Und das ganze Sumses, ne, Glocke und ihr wisst Bescheid. So, ich persönlich habe das Gefühl, dass wir eine recht produktive Folge haben im Moment. Das läuft doch schon mal alles sehr, sehr gut. Denn ich habe jetzt noch unsichtbare Item-Frames gemacht. Die brauchen wir dann, um morgen den Christbaum eventuell schon zu schmücken. Vielleicht machen wir noch was anderes. Ich bin noch etwas unschlüssig. Aber es wird. Ich habe hier Glas in den Ofen und mir ist dabei der Sache aufgefallen, wir müssen wieder Lava holen. Und das, würde ich sagen, tun wir auch gleich mal. Ja, ja. Wir gehen wieder in den verhassten Nether. Nein, Quatsch. Wir gehen in den Nether. Ja, wir sind ja letztens gestorben im Nether. Haben wir so Zeug liegen lassen. Ihr wisst, was ich meine. Eine Schalkerbox wäre schon mal voll. Fangen wir mit der zweiten auch an. Wir sollten die nicht so nah am Rand platzieren, ne? Dass uns die noch ins Feuerchen fällt. So, die zweite Box ist auch ein Stück weit voll. Dann machen wir uns wieder auf den Rückweg. Wir können auch fliegen. Und dann müssen wir nur den Ofen wieder bestücken. Rinder. Schon verrückt, wie viel Lava dieser Ofen frisst, aber es ist einfach die perfekte Energiequelle. Das mal kurz gemacht, dann hast du echt unendlich Brennstoff. Unendlich. Das ist total genial. Ich weiß gar nicht, warum das nicht noch mehr Leute machen. Da rentiert sich der Bau von irgendwelchen Bambusfarmen etc. eigentlich nicht. Eigentlich 0, gar nicht. Naja, wenn wir ehrlich sind, sind so Bambusfarmen schon cool, weil du wirklich gar nichts machen musst. Aber du musst sie so riesig bauen. So unglaublich riesig. Meine Damen und Herren, die nächste Aufgabe des Tages ist wie immer Holz fällen. Wir haben Holzknappheit. Wir hauen mal die Bäumchen hier weg, die wir haben. Da machen wir unsere erste Timelapse des Tages. Ihr liebt ja Holzfeld-Timelapse für mich. Können wir heute, lieber Cutter, können wir heute Holzfeld-Timelapse mit Weihnachtsmusik haben, bitte? Würde ich mir wünschen. Dankeschön. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here. Also wenn mein Cutter jetzt gerade O Tannenbaum dazu abgespielt hat, dann ist das schon so ein bisschen makaber. Oh, der nächste Baum ist da. Ich muss wieder arbeiten, Leute. Sorry. Jetzt habe ich nochmal die Box umgenannt in Beacon to Go. Das finde ich besser. Da ist nämlich unser Beacon to Go drinnen. Und mit dem machen wir uns jetzt gleich mal geschwind auf ins... Nein. Ja, ins Nether und dann ins Ende. Vorher möchte ich aber noch ein bisschen mit meinen Dorfbewohnern traden. Aber da müsst ihr nicht dabei sein. Wir brechen jetzt gleich auf ins Ende. Na gut, ein bisschen dürft ihr dabei sein, weil man kann so schön was singen, ne? Leise rieselt die Erfahrung... Bla. Gut, dann wollen wir mal. Schwuppdiwupp, da sind wir auch schon. Und ich finde die Folge heute, die wird doch recht produktiv. Sag mal, bin ich jetzt hier falsch? Ich dachte, in die Richtung komme ich auch zum. Zum Ende. Stimmt doch, oder? In die Richtung. Stimmt es nicht? Doch, da, stimmt schon. Dam, da, da, dam, dam. Oder kann man sogar rausschauen? Das ist nicht schön, während man ins Ende geht. Und hopp. Ihr fragt euch vielleicht, Kroko, was willst du eigentlich hier? Du gehst doch jetzt nicht schon wieder Schalker und was weiß ich und so, ne? Nee, nee, macht der Kroko nicht. Da steht ja noch fast fertiger Beacon hier. Deswegen dem bin ich da. Hallo. Da fehlt ja nur eine Reihe Eisen außenrum. Machen wir das doch. Sind wir schneller, schon mal fertig, schneller fertig. So, dann Beacon drauf. Eisen rein. Ace 2. Kabunka. Läuft. Nice. Warum machen wir den Quatsch? Naja, ganz einfach. Ganz einfach. Der Kroko braucht Obsidian. Und ich dachte mir, wo besser als hier finden wir Obsidian? Ich meine, es dauert ewig. Wir brauchen uns nichts vormachen. Es dauert ewig, Obsidian abzubauen. Aber trotz alledem machen wir einfach mal ein bisschen Obsidian, dass wir also 64, 128 Stück haben. Und dann düsen wir auch schon wieder ab. Dann können wir nämlich auch dann später schöne Portale bauen. Wieder eine kleine Timelapse-Session, während der Kroko abbaut. Da hinten ist auch noch ein Portal. Wie oft wurde denn der Drache schon geklatscht mittlerweile? Ein paar Mal, ne? Damit hätten wir 3 Stacks und ein bisschen von dem Zeug im Inventar. Das heißt für uns Beacon wieder wegschlagen. Also uns gehört ja nur die äußerste Linie hier. Die hauen wir wieder weg. Und dann machen wir uns auf die Socken zur nächsten Aufgabe. Denn wir müssen unser Nether-Portal jetzt endlich mal verknüpfen, nachdem wir es letztens im Livestream nicht geschafft haben.
weil wir ja draufgegangen sind. Aber wenn wir doch eh gerade hier sind, könnten wir uns doch so ein paar Enderman noch krallen, oder? Seid mal ein bisschen sauer auf mich. Ja, das ist immer so schön, wenn man so viel auf einem Haufen hat. Ich weiß, es gibt eine Farm und da geht es viel besser und so, aber so macht es auch schon Spaß. Und raus mit uns. Gut, jetzt machen wir uns auf nochmal ins Nether, aber diesmal bauen wir unser Portal um und setzen es von oben nach unten, von unten nach oben, dort, wo dann der Nether Hub es sein wird. Ich würde auch sagen, wir zerstören das jetzt hier einfach mal. Gnadenlos. So. Und fliegen dann eine Etage höher. Hier habe ich nämlich schon markiert, wo mein Portal stehen muss. Und da setzen wir das jetzt auch gleich rein. Vielleicht sollten wir uns was Goldenes anziehen, weil sonst werden die Dinge hier verrückt sein immer. So, hier haben wir ein paar alte Goldlatschen geschenkt. Die halten nicht mehr lange, aber vielleicht ein bisschen. Wenn ich nicht so viel Schmarrn anstelle, dann können wir hier länger überleben. Was wir jetzt als allererstes machen, ist, wir ziehen mal eine Ebene hier rüber. Ich nehme mal da einfach da die Dinger hier mit raus, damit wir wissen, auf welche Höhe wir bauen müssen. Wir müssen das ja eh später ganz machen. Jetzt ziehen wir mal eine Linie hier rüber. Hier bin übrigens ich mit meinem Homie, ne? Hier, schau an. Hat nichts gegen mich, weil ich habe auch was Goldenes. Ich habe goldene Schuhe, ne? Ich habe zwar keine coole goldene Gürtelschnalle, aber ich hätte sogar ein goldenes Arm, aber das interessiert ihn nicht. Das wäre ja mal ein lustiges Feature, wenn sie dich trotzdem freundlich behandeln, wenn du in deinem Skin einen gewissen Farbton drin hast, also einen gewissen Gelbfarbton, den sie für Gold identifizieren. Das fände ich lustig. Das muss kein Gold aussehen. Abbauen wir, dann ist er wieder aggro. Der ist nämlich ganz schön pingelig bei solchen Sachen. Okay, jetzt bauen wir mal das Portal. Das so. So, ich weiß gar nicht, wie die anderen gebaut wurden. Schauen wir uns mal kurz noch an. Ah, okay, die werden komplett aus Obsidian. Da habe ich natürlich nicht genug Obsidian dabei. Naja, egal. Kriegen wir trotzdem hin. So, Portal steht. Jetzt zünde ich es mal an. Und hoffe, dass wir bei uns in der Base rauskommen, sonst ist es doof. Woo! Yes! Es funktioniert und rückwärts. Yes, auch rückwärts. Nice. Ja, dann können wir noch ein bisschen bauen hier. Und das Design funktioniert wie folgt. Unten haben wir solche Blackstone-Stufen. Und an den überall anders ist dann sowas hier. Und damit können wir jetzt unseren Weg bauen. Nice. Und ich glaube, es ist nicht so weit weg, dass wir jetzt hier irgendwie Eiswege bauen müssten oder sowas. Das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben für den Weg hier. Kann man außerdem auch gut fliegen. Wir machen es nur hoch genug, dass man es fliegen kann. Ich glaube, wir haben da schon was ganz Gutes geschafft. Nicht ultra viel, ein kleines Stückchen gebaut. Der Weg ist jetzt mal angeschlossen. Jetzt muss man natürlich da die Ränder noch bauen etc. Dafür habe ich heute keine Zeit mehr leider. Wir müssen nämlich noch weitere Tasks erledigen. Und so begeben wir uns jetzt mal kurz wieder in die Oberwelt, um dann nochmal in die Unterwelt einzutauchen. Der nächste Job, den wir machen müssen oder den ich noch machen möchte, ja, ich glaube, wir düsen so los, ist Kühe. Ich brauche mehr Leder. Wir flitzen wieder zu den Kühen, ne? Ihr kennt das Prinzip. Oh, wie flitzen wir denn da? Jetzt sind wir natürlich unsere Wege anders. Wir müssen uns dann hier einen Weg buddeln, der uns rüber zum Dorf führt oder so. Da fehlt dann hier natürlich auch eine Anbindung. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Ich meine, wir können jetzt da runterfliegen, aber das ist auch doof. Dann buddeln wir mal dabei. Das ist natürlich doof, da ist hier eine Kreuzung. Na egal, da fliegen wir dann einfach durch oder so. Okay, ich bin auf den nächsten Gang gestoßen. So funktioniert es nicht. Da müssen wir irgendwie oben drüber oder so. So, die Getreidefelder hier wachsen natürlich nicht, weil keiner da ist. Das heißt, uns wird hier auch irgendwann das Getreide ausgehen. Gar nicht so optimal. Aber mal, es hilft nichts. So, vermehrt sind sie schon. Jetzt brauchen wir ein bisschen Leder. 11 haben wir schon. Dadurch, dass wir nicht den Dorfbewohner mal erwischen, den Armen. Und immer daran denken, zu viele sollte man nicht klopfen, denn wir müssen sie ja auch wieder vermehren, dass wir beim nächsten Mal wieder mehr Leder bekommen. Ich glaube, das reicht schon. 23 Leder. Damit müssen wir uns vorerst mal zufrieden geben. Gut, dann sind wir auch schon wieder auf dem Rückweg. Beziehungsweise, wo führt denn der Weg hin? Ich bin irgendwo anders rausgekommen. Das Portal ist wieder nicht gescheit verknüpft. Aber mei, es ist wie es ist.
Gut, dann sind wir wieder zurück an unserem Portal. Ganz gut, dass wir den Hub haben, dann findet man sich immer wieder zurecht. Und dann schmeißen wir mal das Leder irgendwo rein. Ich habe hier, glaube ich, schon angefangen, wieder Itemframes zu machen, genau. Ja, und dann machen wir uns auf Netherite Farmen. So, ich habe mir einen goldenen Helm angezogen, da bin ich ein bisschen sicher vor irgendwelchen... Hi, komm rein. Ja, fühl dich wie zu Hause. Ich gehe dabei. Mach keine Unordnung. Dann bin ich sicher vor diesen ganzen anderen Halunken, die mich umnieten wollen. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, in welcher Richtung wir farmen gehen wollen. Wir könnten wieder in die Richtung, wo wir herkamen, das letzte Mal. Ich glaube, das ist gar nicht so doof, wenn wir in die Richtung hintergehen. So, das wäre ja irgendwo aus diesen Ausgängen raus. Der ist kurz, der ist lang, wir nehmen den langen. Da können wir fliegen, ne? Da können wir fliegen. Hoffentlich überleben wir das. Juhu! Nice. Wow, war das ein langer Weg. Ich hätte mal doch noch filmen sollen. Das war echt ganz cool, aber ich hätte vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Da hinten ist schon Ende, ne? Ja, ja, ja. Psst. Nicht, dass es uns sieht. Könnt ihr euch erinnern? Da sind wir das letzte Mal nach unten gegangen hier. Weil wir gesagt haben, wir müssen Schwarzstein. Aber wir sollten nicht in das... Ja, egal, wir graben uns einfach darüber. Irgendwie so. Irgendwie ist das der Plan. Schauen wir mal. Hauptsache, wir kommen runter und dann weg von dem Basalt-Delta. Sonst tun wir uns keinen Gefallen. Okay, auf Höhe 15 angekommen heißt es jetzt irgendwie weg von diesem Basalt-Delta in diese Richtung. Und dann mal schauen, was wir so finden. Da sind wahrscheinlich, ja genau, das ist natürlich klar. Das ist die Ecke, wo schon jeder war. Aber wir finden da noch Ecken, wo keiner war. Und ich hätte mal einen Bogen mitnehmen sollen. Das schaut auch nach unserer Ecke hier aus, oder? Los geht's. Gut, schauen wir mal, was wir so finden und ob wir was finden. Mensch, mal, aber gut, wird schon. Man muss einfach durchhalten, habe ich schon gelernt. Und Lava. Das erste Stückchen antiker Schrott. Und das zweite Stückchen, schön. Was ich natürlich jetzt wieder mal nicht bedacht habe, ich Schlaumeier. Dass meine Spitzhacke so schnell kaputt geht. Ich hätte mir irgendwas zum Reparieren mitnehmen sollen, beziehungsweise, also so einfach ist es ja nicht, aber ich hätte mir mehr Spitzhacken mitnehmen sollen. Ich habe noch die und das war's dann. Mir ist gerade aufgefallen, es gibt eine Methode, wie ich meine Spitzhacke reparieren kann. So. Mit der einen Hand halte ich die eine und mit der anderen die andere. Was haben wir jetzt hier? 661, jetzt passt mal auf, wir bauen mal ein paar von den Dingern ab. 661, die werden abgebaut. Bauen wir mal alle ab, damit wir auch einen Erfolg sehen. So, und 739. Somit können wir auch die Spitzhacke hier unten reparieren. Nice. Wir kommen nie wieder ins Tageslicht. Nee, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ah, schaut mal. Lange gesucht und doch wieder was gefunden, Gott sei Dank. Sehr, sehr schön. Zwei weitere. Dann haben wir jetzt schon einen Barren. Haben wir schon mal einen Teil Erfolg zu verbuchen. Und immer zwischendrin, ne, mache ich den hier. Zack. Und zack. Und repariere meine Spitzhacke. So weit wie es geht. Ist doch immer wieder nötig. Und noch ein wunderbares hier. Yes. Gleich mal schon, ob noch mehr außenrum schwirrt. Außer Lava. Nee. Und nochmal eins. Ich habe schon wieder die Hoffnung aufgegeben. Dann kam wieder eins. Ist immer so gerade, dass man doch nicht aufhört. Aber so ganz langsam brauche ich eine Pause, muss ich sagen. So ewig bin ich noch nicht beschäftigt, aber so ein bisschen. Bin ich gerade in ein Loch gefallen? Dann schaut mal, was mich da überrascht. Nice. Dankeschön. Noch eins? Okay. Nee? Schade. Schaut euch mal das Ding an. Ohne Witz, das hat einfach jemand stehen lassen? Aber manchmal sieht man es einfach nicht. Ah, schön. Nehmen wir mit. Dankeschön vielmals. Dankeschön vielmals. Leute, an der Stelle ist perfekt geeignet. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sind mit unserer Folge für heute am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr sehr, sehr gerne liken. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und nicht vergessen, heute 20:15 ist Livestream. Viert euch!